So, meine Lieben, herzlich willkommen. Ihr seht hier jetzt schon verschiedene Wollfarben, weil Arten sind es nicht. Das ist im Prinzip alles dasselbe. Und zwar haben wir hier 100% Baumwolle. Ich habe ein Creme, ein Grün, ein Gelb und ein ganz wunderbares Rosé. Grün und Gelb ist ein Muss. Das wäre wirklich ideal, wenn ihr Grün und Gelb habt. Da könnt ihr jede Abfärbung nehmen, wie ihr wollt. Das heißt heller, dunkler, wie ihr lustig seid. Grün und Gelb sind ein Muss. Die zwei Farben hier außen, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne mögt. Da könnt ihr alle möglichen Farben kombinieren. Kleiner Tipp, nehmt nichts Dunkles. Also, was könnt ihr nehmen? Rot, Weiß, helles Blau, alles, wonach euch der Sinn und steht, wie ihr wollt. Ich verlinke euch alle Wollen, die ich hier liegen habe, unten in die Infobox, falls ihr das genauso machen wollt. Also Grün und Gelb ein Muss. Hier außen die zwei, die könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt, nach was euch der Sinn steht. So, dazu brauchen wir ein bisschen Füllwatte und die Häkelnadel 2, eine Schere und einen Maschenmarkierer. Ich fange an mit diesem wunderbaren Grün und meiner Häkelnadel Nummer 2. Hier brauchen wir jetzt noch keine Füllwatte, keinen Maschenmarkierer oder irgendwas. Unsere Häkelnadel, unsere Wolle, am Ende unsere Schere und eine Nadel und schon sind wir fertig. So, wir beginnen das Ganze mit einer Anfangsschlaufe und häkeln jetzt 17 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So. Jetzt stechen wir in die zweite Masche von der Nadel aus ein, also nicht in diese, sondern in diese und häkeln da rein eine feste Masche. So, jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche. Und in die letzte Masche kommen drei feste Maschen. Die letzte Masche geht ein wenig schwierig, weil da der Anfangsknoten sitzt. So, 1, 2 und die 3. So, den Anfangsfaden, den führe ich jetzt einfach gleich mit. Wir drehen das Ganze jetzt auf den Kopf, so dass wir unsere Luftmaschenkette jetzt oben haben und unser gehäkeltes unten. Wir schauen uns jetzt mal hier oben die Reihe an. Da haben wir immer so Schlaufen, die so leicht schräg nach unten laufen. Hier diese und diese und diese. Und wir stechen jetzt immer unterhalb dieser Schlaufe ein. Das heißt, hier rein. Hier kommt die Schlaufe runter. Und da, wo die Schlaufe ankommt, da stechen wir ein. Und machen eine feste Masche. So, jetzt schauen wir wieder. Hier kommt eine Schlaufe runter und da stechen wir ein und setzen eine feste Masche. Schlaufe kommt hier runter, hier endet das in unser gehäkeltes rein. Wenn wir mal schauen, der Faden läuft hier gerade lang und geht da, macht dann so einen kleinen Knick nach unten. Da stechen wir ein und setzen unsere feste Masche. Und so geht das jetzt einmal bis rüber. Den Anfangsfaden, den führe ich hier noch so ein kleines bisschen mit. Da ist er schön mit eingehäkelt und wir können dann einfach abschneiden. So, jetzt kann er schon zur Seite. Na komm. Weg mit dir. Und weiter geht's. Und ganz oben
in die erste Luftmasche, die wir gehäkelt hatten, sprich hier ganz oben in der Spitze, setzen wir jetzt insgesamt 3 feste Maschen. Das war diese Runde. Jetzt häkeln wir uns wieder mit festen Maschen in jede Masche. An der, ne, kann man sagen, kleinen Schlange weiter. Einfach in jede feste Masche eine feste Masche. Bis 3 Maschen vom runden Ende. Schauen wir, hier geht es in die Kurve rein, das zählen wir nicht mit. 1, 2, 3, ich muss noch 3. So, hier stoppen wir schon mit unserer Nadel. Jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3 Maschen und dann kommt hier vorne die Spitze. Das lassen wir jetzt alles aus. Wir machen eine Wendeluftmasche. Drehen das Ganze und häkeln uns gleich in die erste Masche mit festen Maschen zurück. So, jetzt sind wir hier auf der nächsten Rundung. Wir haben uns jetzt hier zurückgehäkelt und jetzt sind wir hier auf der Rundung. Hier verdoppeln wir jetzt jede zweite Masche. 1 und die 2 und da kommen jetzt 2 feste Maschen rein. Und wieder 1 und die 2 mit 2 festen Maschen. Haben wir diese Rundung geschafft. Wo die Rundung anfängt, seht ihr so schön hier an unserer Einstichstelle. Da haben wir hier oben das letzte Löchlein von unseren Geraden. Das wäre das hier. Und da quer rüber und da quer rüber. Das ist unsere Rundung. Jetzt sind wir um die Kurve. In jede feste Masche wieder eine feste Masche bis auf die letzten 3. So, hier ist unsere Spitze, die zählen wir nicht mit. 1, 2, 3, ich brauche noch 3, schon wieder. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. So, gleich sind wir wieder in der Rundung angekommen. Hier ist die letzte Einstichstelle. Ich gehe rüber, damit sind wir schon angekommen. Jetzt verdoppeln wir jede dritte Masche. Die erste habe ich gerade schon gemacht. Die 2 und die 3 und in die 3 kommen jetzt 2 feste Maschen. Und 1
2 und in die 3 2 feste Maschen. Und jetzt wieder mit festen Maschen. Weiter häkeln, in jede Masche eine feste Masche. Bis auf die letzten 3 Maschen. Eins, zwei, drei, ich muss noch eine. So, wende Luftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. So, jetzt in der Rundung verdoppeln wir nur noch 2 Maschen, aber die machen wir versetzt. So, wir sind jetzt wieder in der Rundung angekommen. Wir häkeln jetzt 2 Maschen, feste Maschen. So, die nächste verdoppeln wir. Jetzt häkeln wir 3 Maschen mit festen Maschen. 1, 2, 3 und die 4. Masche wird verdoppelt. So, das waren jetzt versetzte Zunahmen einfach dafür, dass wir es hier wunderschön rund haben. Weil wenn wir jetzt immer abgezählt verdoppeln, dann kriegen wir diese Ecken rein und das wollen wir nicht. So, auf jede Masche kommt eine feste Masche, bis auf die letzten 3. Eins, zwei, drei, ich muss noch 2. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. In der Rundung wieder 2 Maschen verdoppelt versetzt. So, ich bin jetzt hier schon seit 2 Maschen in der Rundung drin. Ich verdoppel jetzt die 3. von der Seite und jetzt wieder 3 Maschen, feste Maschen und die nächste verdoppel ich dann. So, und wieder in jede Masche eine feste Masche. Wie ihr seht, es werden wirklich in der Rundung jetzt nur noch 2 Maschen verdoppelt. Und ansonsten in jede Masche eine feste Masche. Bis auf die letzten 3 Maschen. Eins, zwei, drei, ich hab's schon. Eine Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze. Und in jede Masche eine feste Masche. In der Rundung 2 Maschen versetzt verdoppelt. Entschuldigt diese Zwischengeräusche, der Hausmeister da draußen muss jetzt unbedingt Rasen mähen, aber ist ja schön, dass er es macht. So, hier mache ich jetzt meine erste Verdopplung. Jetzt häkle ich 4 feste Maschen. 2, 3, 4. Und die jetzt verdoppeln. So, das ist jetzt die 2. Verdopplung in dieser Reihe. Moment, ich mache mal das Fenster zu. Nein, das war nicht der Rasenmäher. Die baggern da draußen irgendwas. So, jetzt wieder in jede feste Masche eine feste Masche. Bis natürlich auf die letzten 3. 1, 2, 3, eine noch. So, eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Und wieder in jede Masche eine feste Masche.
Und wieder unsere versetzten Verdopplungen hier hinten im Rückenbereich. Und wieder in jede feste Masche. Eine feste Masche bis auf die letzten drei. So, damit haben wir die fünfte Stufe. Eine fehlt dann noch. Wieder mit festen Maschen zurück, also eine Wendeluftmasche und wieder mit festen Maschen zurück. Und wieder unsere versetzten Verdopplungen. Irgendwo hier in diesem großen Bereich sucht euch zwei Maschen, die ihr verdoppelt. Ich konzentriere mich dann immer hier hinten auf diesen Bereich und verdoppel dann da. Und wieder mit festen Maschen weiter. Na, kommst du her? So. Und natürlich bis auf die letzten drei. Eins, zwei, drei. Eine noch. Eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Und wieder mit festen Maschen zurück. Und unsere versetzten Verdopplungen, da war gerade die eine. Jetzt machen wir ein paar normale feste Maschen. Und hier setze ich jetzt die nächste. Und mit festen Maschen weiter. Bis natürlich auf die letzten drei. Eins, zwei, drei hat schon gepasst. Wendeluftmasche, wir drehen das Ganze und wieder mit festen Maschen zurück. Und zwar Doppelung und mit festen Maschen weiter bis auf die letzten drei. Eins, zwei, drei hat schon gepasst. Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze und jetzt häkeln wir uns ein letztes Mal hier entlang bis ungefähr in die Mitte. Die müsst ihr jetzt nicht genau treffen, aber so ungefähr die Mitte. Einfach, dass unser Faden dann am Ende auch wunderschön versteckt ist, deswegen so ungefähr die Mitte. So, jetzt könnt ihr auch schon erkennen, was es ist, was wir hier als allererstes jetzt gemacht haben. Oh, das ist, jetzt machen wir noch eine. Der Faden ist schön mitgekommen, Moment. So. Faden abschneiden. Durchziehen und vernähen und unser eingehäkeltes Anfangsfädchen können wir jetzt einfach abschneiden. Und jetzt seht ihr auch schon, was wir gemacht haben. Als allererstes haben wir ein Blatt gemacht. Davon brauchen wir insgesamt drei Stück. Ihr seht, zwei hatte ich schon und hier ist das dritte.
So, wir brauchen heute die Schere, die Nadel, unsere Häkelnadel Nummer 2, Maschenmarkierer, ein bisschen Füllwatte, Gelb und Grün. Heute wird es richtig umständlich, wie ihr seht, heute viele Materialien. Spaß beiseite, umständlich wird es nicht, aber wir brauchen heute mal einiges. So, die Füllwatte kann erstmal zur Seite, Nadel und Schere auch. Wir beginnen mit Gelb. Eine Anfangsschlaufe. Ja, den grünen Faden habe ich mir hier schon bereitgelegt, weil wir brauchen wir auch gleich. Wir häkeln als allererstes 4 Luftmaschen und schließen die 4 Luftmaschen mit einer Kettmasche in die allererste Masche zum Ring. In diesen kleinen Ring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und die 6. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen, so kommen wir dann auf 12 Maschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Wir setzen unseren Maschenmarkierer ein. Jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Also in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite Masche 2 feste Maschen. Dann wieder eine feste Masche. Dann 2. Dann wieder eine. Dann 2. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche, dann noch jede vierte. Und wenn wir jede fünfte Masche verdoppelt haben, dann sehen wir uns gleich wieder. So, so sieht unser Teller jetzt nach 5 Verdopplungen aus. So von der anderen Seite. So jetzt. Die letzte Runde machen wir zusammen. Jetzt verdoppeln wir jede sechste Masche. Also in die ersten 5 jeweils eine feste Masche. Das war schon die 3. 4. 5. Und die sechste verdoppeln. Und wieder. 1. 2. 3, 4, 5 und die 6 verdoppeln. 1, 2, 4, 5.
5, 6, die verdoppeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, verdoppeln. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, verdoppeln, 1, na komm, 2, 3, 4, 5, Maschenmarkierer raus und die letzte Masche verdoppeln. Und Markierer wieder rein. So, jetzt machen wir 3 Runden in jede Masche eine feste Masche. So, meine Lieben, unsere 3 Runden habe ich gemacht. Wir wechseln jetzt auf Grün. Um das jetzt schön zu wechseln, stechen wir in die nächste Masche ein, holen nochmal den gelben Faden, dass wir 2 Schlaufen auf Gelb haben, schnappen uns jetzt den grünen und ziehen den grünen durch, beide Schlaufen durch und schon haben wir einen wunderschönen Übergang. Also wie ihr seht, ganz einfach. Anfangsfaden lasse ich hängen, den vernähen wir dann und jetzt geht's mit Grün weiter. Und wie ihr seht, ein sehr, sehr schöner Übergang. So, jetzt machen wir noch mal 2 Runden in Grün, in jede Masche eine feste Masche den gelben Faden könnt ihr dann auch schon kürzen. Die 2 Reihen sind gesetzt. Wir setzen uns den Maschenmarkierer. Und wir häkeln jetzt jede 6. und 7. Masche zusammen. Allerdings stechen wir nicht das gesamte Maschenglied ein, sondern nur durchs Äußere. Das Maschenglied, was uns anguckt, ist das Innere, das, was uns nicht anschaut, ist das Äußere. Und wir häkeln jetzt nur durch das äußere Maschenglied. 1, 2, 3, 4, 5. So, und die 6 und die 7 jetzt zusammen. Dafür steche ich in die 6 ein, hole mir den Faden und steche in die 7 ein, hole mir den Faden. Habe 3 Schlaufen, hole mir den Faden, gehe durch alle 3 Schlaufen durch. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6 und die 7 zusammen.
So, und die letzte Abnahme. Zumindest für diese Runde. Jetzt wenden wir das Ganze, so dass wir die schöne Seite außen haben. Maschenmarkiere wieder rein. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Kante gehäkelt. In der nächsten Runde häkeln wir jetzt jede vierte und fünfte Masche zusammen. Also in die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche. Zwei. Drei. Und die vier und die fünf zusammen. Dafür stechen wir jetzt in das vordere Maschenglied ein, das was uns anschaut. Und maschen so ab. Und wieder. Eins, zwei, drei und bei der vier nur in das vordere Maschenglied Faden holen und bei der fünf in das vordere Maschenglied Faden holen und durch alles durch. Eins, zwei, drei. Und durch die 4 und die 5 und abgemascht. Zwei. Drei. Vier. Und 5 und abgemascht. Es geht jetzt diesmal zwar nicht ganz auf, weil wir haben eine Abmaschreihe ausgelassen, aber das muss auch so sein, weil wir müssen jetzt hier relativ zügig zugehen. Und in die letzte Masche dann nun eine normale feste Masche rein. So, wie ihr seht, jetzt stülpt sich das Ganze schon recht stark nach innen und genau das brauchen wir jetzt auch. Jetzt häkeln wir in die erste und in die zweite jeweils eine normale feste Masche und die drei und die vier maschen wir in dieser Runde zusammen ab. So, und wieder. Eins, zwei. Und die 3 und die 4. Nach dieser Runde wird das Ganze ausgestopft. Richtig schön kräftig ausgestopft. Die Fädchen hier am besten dann schon verknotet, dass hier nichts mehr aufgeht, weil wir haben grün ja jetzt einfach nur angelegt. Deswegen setzt hier wirklich mal 2-3 Knötchen, dass das gut hält. Die Fäden könnt ihr dran lassen, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch abschneiden, weil die sind dann sowieso innen. Die sieht da eh keiner mehr. So, ich kürze sie ein bisschen, aber ich lasse sie stehen. Krempel das Ganze wieder nach innen und schon sind sie weg. Also jetzt in dieser Runde jede 3 und 4 zusammen. Dann würde ich schon ausstopfen.
in der nächsten Runde jede 2 und 3 zusammen und danach in der Runde jede Masche miteinander. Aber in der Runde, wo wir jede Masche miteinander machen, sehen wir uns wieder, weil die machen wir zusammen. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir in die letzte Abnahmenreihe. Wie ihr seht, ich habe schon ausgestopft. Das ist jetzt hier richtig schön prall und dick. Hier habe ich ganz viel Stopfwatte reingefüllt. So, in der nächsten, also jetzt in dieser Runde, maschen wir jede Masche miteinander ab. Das heißt, wir stechen gleich in die erste Masche, ins vordere Maschenglied, tun uns den Faden und in die zweite. Faden holen, 3 Schlaufen. Abgemascht. In die dritte ins vordere Maschenglied und in die 4 Faden holen und abgemascht. In die 5 und 6 und abgemascht. Ja, hier wird das Ganze jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal straff. Ja, die Reihe ist ein bisschen blöd, aber lässt sich auch noch häkeln. Gerade weil das Ganze hier ein bisschen straff wird, dadurch, dass wir schon so gut ausgestopft haben. Da rein. Und stellen die Störtermaschenmarkierer. So. Wenn ihr hier übrigens in der letzten Reihe das gesamte Maschenglied erwischt, ist das überhaupt nicht dramatisch. So, Maschenmarkierer raus. Und die letzten beiden Maschen miteinander abgemascht. Na, hatte ich jetzt beide. Dadurch. Und dadurch Faden holen und durch. So, Faden abschneiden, durchziehen, auf die Nadel, jetzt gehen wir im Zickzack durch unsere Maschen durch. Wir haben jetzt hier noch diesen einen Ring. Und da gehen wir jetzt einfach im Zickzack mit unserer Nadel immer durch die Maschen durch. Ziehen das Ganze ein bisschen straff, schon schließt sich das Bildchen. Jetzt vernähen wir. Achtet dabei darauf, hier unten keinen Knubbel zu erzeugen, sondern wirklich, dass es hier unten schön glatt bleibt. So, Faden abschneiden und fertig sind wir mit diesem Teil. So, das hier ist das nächste. Also haben wir jetzt 3 wunderschöne Blätter und ein grün-gelbes Bällchen. Heute brauchen wir einmal das Rosa und einmal unser Grün. So, wie ich beginne mit Grün, das ist jetzt der einfache Teil von diesem Part. Nehmt viel Faden, lasst wirklich reichlich Faden übrig, dass wir dann noch nähen können damit. Eine Anfangsschlaufe und wir häkeln jetzt als allererstes 40 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier habe ich meine 40 Luftmaschen. Wir machen einen Umschlag, stechen jetzt in die zweite Masche von der Nadel aus ein, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen
holen uns den Faden und gehen durch alle drei Schlaufen durch. Umschlag, in dieselbe Masche, noch einmal rein, Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen, durch alle drei Schlaufen durch. So, das waren zwei halbe Stäbchen in einer Masche. Wir gehen in die nächste Masche und häkeln da rein auch wieder zwei halbe Stäbchen. In die nächste Masche auch. Und so häkeln wir uns jetzt mit insgesamt 39 Luftmaschen a 2 halbe Stäbchen wieder zurück. In jede Luftmasche kommen 2 halbe Stäbchen. So, jetzt bin ich gleich durch und auch in die letzte Masche kommen 2 halbe Stäbchen. Einmal und die 2. Ja, jetzt können wir den Faden schon abschneiden. Machen wir noch eine Luftmasche, um das hier einfach zum schönen Abschluss zu bringen. Ziehen den Faden gut fest, können beide Fäden miteinander verknoten. Ich setze dann meistens so einen kleinen Doppelknoten. So. Und jetzt das Ganze noch so ein kleines bisschen wie so ein Schweineschwänzchen einkringeln, wie so ein Korkenzieher. Ja, Korkenzieher passt besser. Dann Korkenzieher einkringeln. So. Und fertig sind wir schon damit. Das Ganze brauchen wir dreimal. 1, 2, 3. So, jetzt werden es immer mehr Bauteile. Wenn ich das so angucke, es wird immer mehr. Hier haben wir jetzt noch die Bauteile liegen. So, davon macht ihr jetzt noch 2, dass wir insgesamt 3 Stück haben. Und dann geht es weiter mit rosa. So, wir schnappen uns unsere rosa Wolle. Ich weiß, meine hat jetzt hier schon ganz schön abgenommen, seitdem ich das Video begonnen habe. Das liegt aber daran, das seht ihr dann. So, Anfangsschlaufe. Auf die Nadel. Wir machen 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Die Runde braucht ihr auch einen Maschenmarkierer, eine Schere. So, wir schließen die 4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zu einem Ring. Und in den Ring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede von den 6 Maschen, so kommen wir dann zum Schluss auf 12 Maschen. Also häkeln wir in die erste Masche eine feste Masche und in dieselbe noch einmal eine feste Masche. In die nächste Masche kommen auch 2 feste Maschen. In die dritte auch. In die vierte. Fünf
und in die sechste. So, jetzt haben wir hier 12 Maschen. Wir schnappen uns den Maschenmarkierer, setzen den ein und häkeln jetzt in jede Masche eine feste Masche. Also 12 mal feste Maschen. Und auch in die letzte Masche eine feste Masche. Maschenmarkierer wieder rein. Wir verdoppeln jetzt jede zweite Masche. Also kommt in die erste Masche eine feste Masche. Und in die zwei kommen zwei feste Maschen. In die drei eine feste Masche. In die vier zwei feste Maschen. Die 5 eine, die 6 wieder 2, die 7 eine, die 8 wieder 2, die 9 eine, die 10 wieder 2. Die 11 wieder 1. Maschenmarkierer raus und in die 12 wieder 2. Markierer wieder rein. So, wieder in jede Runde, wieder in jede Masche eine feste Masche. Abgehauen. Ja, ich habe hier ganz schön Zug auf dem Faden, dass die Maschen schön eng und schön dicht werden. Umso schöner wird dann zum Schluss das Maschenbild. Ihr seht, ich setze die Maschen auch ziemlich dicht beieinander, so dass sie kaum Spiel haben. Ja, und die letzte Masche. Maschenmarkierer raus. Umgesetzt. In dieser Runde verdoppeln wir jetzt jede dritte Masche. Also die erste bekommt eine feste Masche, die zweite auch und die dritte bekommt zwei feste Maschen. Die vierte wieder eine, die fünf wieder eine und die sechs bekommt wieder zwei feste Maschen. 7 wieder eine, 8 wieder eine und die 9, 2. Die 10 eine, die 11 eine und die 12 bekommt wieder 2. Und das machen wir jetzt so die gesamte Runde weiter. So, jetzt kommen drei Runden, wo wir in jede Masche eine feste Masche reinmachen. Das heißt, jetzt machen wir gerade mal drei Runden lang keine Zunahmen, sondern wirklich einfach nur Masche pro Masche.
So, die drei Runden sind geschafft. Ich setze meinen Maschenmarkierer wieder um. Wir wenden das Ganze auf die schöne Seite. Wer die schöne Seite schon außen hat, der wendet selbstverständlich nicht. Und wer sie noch nicht außen hat, der wendet bitte. So, jetzt maschen wir jede fünfte und sechste Masche zusammen. Das heißt, die ersten vier Maschen bekommen jeweils eine ganz normale feste Masche. Und zwar die 2, die 3 und die 4. Und bei der 5 stechen wir nur in das Maschenglied, was uns gerade anschaut. Das heißt, wir gehen nicht durch das gesamte V, sondern nur durch das Maschenglied, was uns gerade anschaut, holt uns den Faden und auch im nächsten nur das, was uns anschaut, Faden holen und abgemascht. Und jetzt wieder 1, 2, 3, 4 und die 5 Faden holen und die 6 Faden holen. Abgemascht. 1, 2, 3, 4 und die 5 Faden holen und die 6 Faden holen und abgemascht. In der nächsten Runde häkeln wir jede vierte und fünfte Masche zusammen. Also bekommen nur die ersten drei Maschen jeweils eine feste Masche. Und die 4 und die 5 werden zusammen abgemascht. 1, 2, 3 und die 4 und die 5 zusammen. In der nächsten Runde wird jede dritte und vierte zusammen abgemascht. Danach in der Runde jede zweite und dritte. Und wenn wir soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir das Ganze soweit abgemascht haben, sieht es dann so aus. Wir schneiden den Faden wirklich großzügig ab. Machen noch eine Luftmasche. Damit haben wir hier einfach einen wunderschönen Abschluss. Ich biege das Ganze dann noch so ein kleines bisschen U-förmig in Form. Und damit ist das erste fertig. Insgesamt brauchen wir davon 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, jetzt wisst ihr auch, wo meine ganze Wolle hin ist, die ihr am Anfang gesehen habt. Ich habe hier nämlich schon mal vorbereitet. Die werden alle so schön U-förmig dann gebogen. So, fertig sind wir dann mit diesem Teil. Und noch einen kleinen Baustein jetzt mehr in unserem Puzzle. Heute arbeiten wir mit dem Creme oder ihr mit eurer zweiten Wunschfarbe. Dazu unsere Häkelnadel, den Maschenmarkierer und natürlich die Schere. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe. Wir häkeln 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Schließen das Ganze mit einer Kettmasche in der ersten Luftmasche zum Ring. Und in diesen Ring kommen 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4,
5 und die 6. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen und kommen damit auf 12 Maschen raus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na, alle Fäden erwischen. Acht, neun. 10, 11 und die 12. Wir brauchen jetzt unseren Maschenmarkierer und wir häkeln jetzt in jede Masche eine feste Masche, das heißt insgesamt 12 feste Maschen. Dass ich hier zwischendurch so Probleme habe, alle Fäden zu kriegen, das liegt daran, dass diese Wolle hier für die 3 bis 4er Nadel geeignet ist und wir das Ganze aber mit der 2er Nadel häkeln. Also ist der Kopf eigentlich zu klein für die Wolle, aber die Maschen sehen halt schöner aus. Deswegen dann lieber genauer gucken, dass man schön alles erwischt und hat dafür dann ein wunderschönes Maschenbild. So, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Also kriegt die erste nur eine feste Masche und die 2 kriegt dann 2. Und dann wieder eine und dann wieder 2. Dann eine und dann 2. Habe ich alles? Na, hier ist wieder. So. 2, 1. Hier muss noch eine rein. 2. Eine und 2. Und eine. Und 2. Und eine. Und 2. In der nächsten Runde, Moment, hier habe ich wieder einen Faden nicht erwischt. So, drin. In der nächsten Runde häkeln wir wieder pro Masche eine Masche. Das heißt, in jede feste Masche kommt eine feste Masche. Danach in der Runde verdoppeln wir jede dritte. Dann kommt wieder Masche pro Masche in der Runde danach. Danach folgt dann jede vierte Masche wird verdoppelt. Also, jetzt eine Reihe Masche pro Masche. Danach wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, in die ersten beiden Maschen kommt jeweils eine feste Masche und in die 3 kommen 2. Dann in die 6 2, in die 9 2 und so weiter. Danach in der Reihe wird wieder Masche pro Masche gehäkelt. Und dann noch einmal verdoppelt in jede vierte Masche.
Das heißt, die ersten drei Maschen bekommen jeweils eine feste Masche und in die vier kommen zwei feste Maschen. So, jetzt haben wir die Runde doch noch zusammen gemacht. Aber den Rest machen wir jetzt mal schnell alleine. Jetzt habe ich die Verdopplungsreihe auch gemacht. Jetzt kommen drei Reihen, Masche pro Masche. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit schon gewendet. Deswegen bitte nicht wundern, dass ich jetzt einfach auf der schönen Seite weiter häkle. Euch würde ich empfehlen, spätestens dann bei den Abnahmen zu wenden. So, aber jetzt werden erstmal drei Reihen gehäkelt, wo in jede Masche eine feste Masche kommt. So, meine Lieben, ich habe meine drei Reihen Masche pro Masche gemacht und auch den Maschenmarkierer schon umgesetzt. Jetzt geht's an die Abnahmen. Wir häkeln jetzt in die ersten sechs Maschen jeweils eine feste Masche. Zwei, drei, vier, fünf und die sechs. Und in die 7 stechen wir nur in das Maschenglied an, was uns anschaut, holen den Faden. Und in die nächste Masche auch nur in das Maschenglied, was uns anschaut, Faden holen durch alle drei Schlaufen durch. Und jetzt wieder 6 feste Maschen. 2, 3, na, habe ich nicht alles erwischt, Moment. 3, 4, 5, 6 und in die 7 nur in das vordere Maschenglied Faden holen und in die 8 auch nur in das vordere Faden holen, 3 Schlaufen, Faden holen durch alle 3 durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, in die 7 Faden holen, in die 8 Faden holen und abgemascht. Zwei, drei, vier, fünf und die letzte Masche. Wie ihr seht, es geht nicht auf, also wir maschen jetzt nicht die letzte Masche ab, weil das ist die 6. Wir setzen den Maschenmarkierer neu. So, jetzt kriegen nur die nächsten 5 Maschen jeweils eine feste Masche. 2, 3, 4 und die 5 und in die 6 in das vordere Maschenglied und in die 7 und abgemascht. Eins, zwei, drei, vier, fünf und in die 6 ins vordere Maschenglied und in die 7 und abgemascht. Die Runde geht übrigens auch wieder nicht auf.
Eins, zwei, drei, vier. Ne, habe ich nicht alle Fäden erwischt. Vier, fünf und in die sechs ins vordere und in die sieben ins vordere und abgemascht. Eins, zwei, drei, vier, fünf und in der sechsten Masche sitzt jetzt der Maschenmarkierer. Die häkeln wir ganz normal mit einer festen Masche, weil wir haben ja nicht die sieben dazu. So, Maschenmarkierer reingesetzt. In der nächsten Runde kriegt nur jede vierte, also alle vier Maschen, eine feste Masche und die fünf und die sechs wird zusammen abgemascht. Drei, vier und die, willkommen, fünf und die sechs zusammen. So geht das jetzt die ganze Runde weiter. In der nächsten Runde bekommen nur noch drei Maschen jeweils eine feste Masche. Dann wird die 4 und die 5 zusammen abgemascht. Dann nur noch zwei Maschen. Weiter wird die 3 und die 4 zusammen abgemascht. Und in der letzten Runde bekommt nur noch eine Masche eine feste Masche. Weiter wird jede zweite und dritte zusammen abgemascht. So, das machen wir mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir unsere Abnahmen gemacht haben, sieht das Ganze dann so aus. Maschenmarkierer habe ich jetzt schon rausgelassen, einfach, dass wir schön gucken können. Jetzt schneiden wir den Faden großzügig ab. Machen noch eine Luftmasche, um das Ganze zu schließen und zu sichern. Ziehen den Faden durch, ziehen die eine Luftmasche nochmal ordentlich gut fest und haben damit das nächste Bauteil fertig. Und davon brauchen wir selbstverständlich 9 Stück. Eins liegt hier noch so. Ihr seht, die sind bei mir alle so ein bisschen nach innen schon geschwungen. Ich habe mal ganz kurz schon reingedrückt, weil so brauchen wir die dann auch. Das eine ist schon stärker gedrückt, das andere weniger. Deswegen wirken sie gerade unterschiedlich groß, aber sie sind alle dieselbe Größe. Wir brauchen heute eine Schere und die Nadel. Heute brauchen wir keine Häkelnadel oder irgendwas, sondern wirklich einfach nur die Nadel und die Schere. So, wir beginnen mit dem Rosa, also sprich mit der kleineren Version. Wir haben ja einmal, hier ist der Größenunterschied gut zu sehen. Wir beginnen mit den kleineren. Die habe ich mir mit so einem kleinen Knötchen zusammengerafft, dass die einfach alle beisammen sind und unserem Ball. So, kurz gelöst. Ich schnappe mir das erste Rosane, nehme das auf die Nadel so, jetzt nehmen wir uns unseren Ball vor. Wir haben hier das Grün und hier das Gelb. Wir gehen in die zweite Reihe vom Grün aus gesehen ins Gelbe. Also hier ist das Grün, hier ist die erste Reihe, hier die zweite. Und da stechen wir ein und nähen wirklich nur in der zweiten Reihe das Rosa an. So, wir nähen uns dann hier nochmal so rein, dass wir das Rosa gut erwischen. Und jetzt nähen wir das hier aber wirklich nur auf der zweiten Reihe an. Hier nur die zweite Reihe
und gehe von innen nach außen. Und hier ist wirklich wie dran, aber nur auf der unteren kleinen Linie. Wir gehen nicht nach oben weg. So, haben wir das erste schon dran. Ich nähe das Ganze jetzt noch gut fest und versteche dann natürlich auch gleich den Faden. So, nachdem wir den dann vernäht haben, Faden abschneiden. Wir schnappen uns das nächste rosane. Das kommt auch auf die Nadel. So, das setzen wir jetzt auch wieder auf die zweite Linie, also immer hier auf die zweite Linie und nähen das auch fest. Ihr seht, ich lasse ein kleines bisschen Abstand zu dem anderen, einfach damit es nicht überlappt. So liegen beide schön nebeneinander. Hier schön nebeneinander werden die jetzt angenäht. So. So, den Faden verstechen und abschneiden. Und jetzt machen wir einen Trick, der funktioniert aber nur auf YouTube. Ich stecke es jetzt ab und wenn ich es wieder abziehe, ist alles angenäht. So, schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ich ziehe weg und es hat geklappt. Alles ist angenäht. So, jetzt erkennt ihr auch schon, was es ist. Wir haben hier eine wunderschöne Blume. Jetzt geht's an die nächsten Bauteile. Und zwar schnappen wir uns jetzt die neuen in Creme. Wir drehen unsere Blume wieder um. Schnappen uns die Nadel. Und nähen diese neuen Blumenblätter. Gleich auf die Linie, die hier unten drunter ist. Wir haben ja unsere rosanen Blumenblätter oder ihr in eurer ersten Wunschfarbe, die kleineren halt, auf die zweite Linie gemacht und jetzt kommt die Creme hier auf die erste Linie. Und zwar immer so, dass das Rosane in dem Creme ist. Ihr seht, ich lege das einfach wirklich drauf und nähe es dann fest. Mit 3 Stichen. So. Und dann wird der Faden schon vernäht. Abgeschnitten. Und so geht das jetzt mit den anderen Blättern weiter. Hier das Rosane liegt schön drin. Das ist auch schön fest. So, jetzt schnappen wir uns die anderen 8 Blätter. Ich nehme wieder mein Zaubertuch und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, schauen wir mal, ob es wieder geklappt hat. Ja, hier haben wir das wunderschöne Blümchen. Es kriegt auch langsam ganz schön Gewicht, wundert euch da bitte nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die 2 Blätter noch zusammennähen. Ich finde es aber, wenn die beiden beweglich sind, einfach wirklich schöner. Weil, wenn das Blümchen nämlich dann liegt,
dann senkt sich das Creme ein bisschen nach unten ab. Wenn es dann gerade liegt, wird dann noch alles ein bisschen durch die anderen Bauteile gestützt. Und dadurch kriegt das so eine richtig schöne 3D-Optik. Es sieht einfach nur noch toll aus. So sieht unser Blümchen bis jetzt aus. Wir schnappen uns jetzt die 3 Blätter. Ich habe mir hier noch ein bisschen Grün geholt. Wie ihr seht, das Blümchen wird wirklich, es wird richtig schön groß. Und wir nähen jetzt unsere 3 Blätter so mit hier auf dieser Bruchkante. Auf die nähen wir jetzt unsere Blätter an. Verteilt sie jetzt so, wie sie euch gefällt. Aber sie geht jetzt auf die Bruchkante. Das heißt hier so hin. Und das machen wir jetzt mit allen 3 Blättern. Die könnt ihr jetzt verteilen, wie ihr lustig seid. So, so oder so. Ganz wie ihr wollt. So, ich nähe schnell meine 3 Blätter an und dann sehen wir uns für die Korkenzieher gleich wieder. So, meine Lieben, die Blätter sind angenäht. Wie ihr seht, so habe ich sie hingesetzt. Die Naht habe ich auf die Trennlinie hier oben gesetzt, deswegen steht das hier unten auch noch alles ein kleines bisschen ab. Das hat den Sinn dafür, dass die ganze Blume hinterher besser steht. Wenn wir es jetzt umdrehen und sie hinlegen, steht sie wirklich wie eine Eins. Da kippelt nichts, da wackelt nichts. Das habe ich jetzt wirklich dafür gemacht, dass das einfach alles wunderbar steht. Die Blütenblätter muss man ein kleines bisschen in Form zupfen und schön aufeinander legen. Und dann sieht unsere Blume schon so aus. So, und jetzt wollen wir noch unsere Korkenzieher machen und dann sind wir damit auch schon fertig. Davon haben wir ja 3 Stück. Wir haben hier den Doppelfaden oder ihr habt den einen Faden schon abgeschnitten und habt dann jetzt da nur noch einen, das macht auch nichts. Auf die Nadel, wenn ihr einen Doppelfaden habt, bitte beide Fäden. Und wenn ihr noch einen Einzelfaden habt, dann nur den. Und jetzt setzen wir unsere Korkenzieher hier zwischen die Blätter. Wir haben hier Blätter und hier dazwischen. Wer jetzt die Blätter nur hier oben hingemacht hat, kann die Korkenzieher auch hier unten hin machen. Oder setzt sie einfach dahin, wo sie euch am allerbesten gefallen. Ich setze die jetzt bei mir hier dazwischen. Auch auf diese Mittellinie, einfach mit so 2-3 Stichen, werden die auf die Mittellinie gesetzt. So, schon kann der Faden verstochen werden. Und gut angezogen. Wer will, kann ihn noch hier in der Mitte einmal durchführen durch das Grüne. Dann hat der Faden auch noch mal ein bisschen Spiel und unser Knötchen geht nicht so schnell auf. Abschneiden und der erste Korkenzieher ist auch schon fest und illert dann hier einfach so nach vorne. So, ich nähe jetzt noch meine anderen beiden an. Und dann zeige ich sie euch gleich nochmal, wenn ich komplett fertig bin. So, meine Lieben, ich bin fertig mit meiner wunderbaren Blume. Hier haben wir die 3 Korkenzieher, die 3 Blätter, unsere ganzen Blütenblätter. Jetzt könnt ihr sie entweder so auf den Tisch tun, als kleinen Tischschmuck oder in euer Amigurumi-Fach oder ich benutze sie zum Beispiel als Nadelkissen. Die Mitte hier eignet sich wunderbar, dass wir unsere ganzen kleinen Nadeln hier reinpieksen können. Wir können sie sogar, wenn wir wollen, hier auch in die Blätter pieksen. Die ganze Blume ist ein riesengroßes Nadelkissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jede Menge Spaß mit eurer wunderschönen kleinen Blume. Obwohl, so klein ist sie auch nicht. Wir haben hier von Blatt
zu Blatt, Moment. Na gut, 23 Zentimeter. Von Creme zu Creme haben wir nur knapp 17 cm. Also so klein ist sie nicht. Aber sie ist ein wunderschöner Tischschmuck, ein absoluter Hingucker oder auch eine ganz tolle Geschenkidee. So sieht sie von unten aus. Hier nochmal schön stabilisiert, dass er auch ordentlich steht. Hier unsere Korkenzieher und unsere Blätter. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Hoffe, ihr habt damit jede Menge Spaß. Ich sage Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.